بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister. Wir wollen heute weitermachen, insha'Allah ta'ala, mit der Sira unseres geliebten Propheten Muhammad, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Und wir hatten in den letzten beiden Malen uns mit einem gewaltigen Ereignis aus der Sira unseres Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, beschäftigt gehabt. Welches Ereignis war das gewesen? Mit welchem Ereignis beschäftigten wir uns in den letzten beiden Malen? Schwestern dürfen auch was sagen, wenn sie möchten, inshallah. Ja, wenn keine Schwester, dann hier. Bruder. Nein, Fatih Mekka ist schon etwas, liegt schon etwas weiter zurück. Ja, hat das her? Ja. Khutbatul Wada', seine Abschiedspredigt. Wo hat er die denn gehalten? Wo hat der Prophet Sassan sie gehalten? Ja, richtig. Vor Arafah in Namira, also bei Arafah, genau. Ja. Und zwar, wann? Wann war das gewesen? Ah. Die Damen dürfen auch was sagen. Wann war das gewesen? Bei welchem Ereignis? Über welches Ereignis reden wir? War das nicht am Tag von Arafah? Ja, aber welches Ereignis war das? Was hat der Prophet aus Arafah gemacht? Was hat er gemacht in Arafah? Was macht man in Arafah? Ja, kommt Leute. Was macht man in Arafah? Was? Ja, aber welche Ibadah vollzieht man dort? Richtig, man macht dort, aber welche Ibadah vollzieht man dort? Warum geht man nach Arafah? Ja, genau richtig, um die Hajj zu vollziehen. Ja, das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat seine einzige Hajj, Hajjatul Islam, dort vollzogen. Im Jahr 10 nach der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Und das ist die Hajjatul Wada', die Abschieds-Hajj, die Abschiedspilgerfahrt unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Ein gewaltiges Ereignis. Über 100.000 Sahabis sind anwesend. Allahu Akbar. Was für eine Situation muss es gewesen sein. Was für ein Meshed, was für ein, wie heißt Meshed auf Deutsch? Gerade das richtige Wort nicht, ein Meshed auf Deutsch. Was für ein Meshed, was, wie kann ich es auf Deutsch sagen? Ja? Egal. Ja, was für ein sozusagen Anblick, ja, muss das gewesen sein. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der erst vor 10 Jahren geflohen ist mit seinem Leben, macht jetzt die Hajj in Mekkah al-Mukarramah. Und mit ihm 100.000 Muslime, Allahu Akbar. Unglaublich, unglaublich, subhanallah. Und wir haben letzte Woche uns mit dem Inhalt von Khutbatul Wada' beschäftigt gehabt. Die Woche zuvor haben wir uns beschäftigt gehabt mit der Hajj selbst, wie der Prophet die Hajj vollzogen hat. Und heute beschäftigen wir uns mit der Rückkehr des Propheten sallallahu alaihi wa sallam von Mekka nach Medina. Jetzt könnte jemand sagen, die Rückkehr von Mekka nach Medina, ist das denn so wichtig? Ja, es ist wichtig. Weil bei seiner Rückkehr ein Ereignis stattgefunden hat, was die Muslime heute spaltet. Also das Ereignis an sich hat die Muslime nicht gespalten, also nicht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Erst später wurde dieses Ereignis genommen als ein Indiz und Beleg dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angeblich Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda vor den Muslimen öffentlich zu seinem Nachfolger bestimmt haben soll. Und das ist etwas, was wir bei den Schiiten immer wieder finden, dass sie dieses Ereignis nehmen
und als eines der wichtigsten Ereignisse überhaupt für sich dann auch festgelegt haben, wo klar und deutlich verkündet wurde aus ihrer Sicht. Ich versuche das heute wirklich auch objektiv zu betrachten. Also natürlich aus unserer Sichtweise gar keine Frage, aber objektiv, so gut ich kann, insha'Allah ta'ala, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an diesem Ort Ali ibn Abi Talib zu seinen Nachfolger bestimmt haben soll. Wir Muslime sagen, wir Sunniten sagen, nein, das hat eine mit dem anderen nichts zu tun. Und wir wollen uns einfach, insha'Allah ta'ala, uns mit diesem Ereignis beschäftigen. Dieses Ereignis ist in die Geschichte eingegangen als das Ereignis von Ghadir Khum. Merkt euch diesen Namen, er ist wichtig. Ja? Das Ereignis von Ghadir Khum. Ghadir ist wie ein kleiner Bach, ein kleiner, sozusagen, kleiner Fluss, kleiner Bach. Ein Wasser sozusagen. Und Khum ist der Name. Ja, ist der Name von diesem Wasser. Zunächst erst einmal die Frage, wo ist Ghadir Khum überhaupt? Ghadir Khum befindet sich zwischen Mekka und Medina. Ungefähr 200 Kilometer von Mekka und Medina entfernt. Weil zwischen Mekka und Medina sind ja, wie gesagt, circa 400 noch was Kilometer. Also ist relativ mittig. Also befindet sich nördlich von Mekka. Gut. Und auf jeden Fall ist das ein Ort gewesen, der für die damaligen Araber sehr bekannt gewesen war. Warum? Weil nämlich die Karawanen, welche zwischen Mekka und Medina, also zwischen Süden und Norden, hin und her gewandert sind oder auch über Medina hinaus, an diesem Ort Rast gemacht haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, heutzutage, ja, wenn man zu Umrah fährt oder zu Hajj, ja, die schon mal dort gewesen sind, wer war schon mal dort gewesen, zu Umrah oder Hajj? Du warst da, ja, die anderen noch, ja Rabb, möge Allah Ta'ala euch allen diese Möglichkeit geben, auch alle, die hier zuhören, ja Rabb, möge Allah Ta'ala jedem die Möglichkeit geben, die Hajj und die Umrah zu machen, sagt Amin. Mit oder ohne Mekka, völlig egal, inshallah ta'ala. Ja, Hauptsache, sie machen das, inshallah ta'ala. Und auf jeden Fall, was macht man, wenn man mit dem Bus zwischen Mekka und Medina fährt? Man macht immer halt an einer Raststätte, mitten sozusagen auf dem Weg. Ja, ist sozusagen Tradition. Ja, es gibt immer so eine bestimmte Raststätte, wo man halt macht, dort isst man und dann geht man weiter. Und damals haben die Karawanen genau dasselbe gemacht. Und die Reise war natürlich viel beschwerlicher. Heutzutage schafft man das in 4 Stunden. Ja, damals hat man circa 10 Tage gebraucht. Ja, mit der Karawane. Circa 10 Tage. Und dann hat man dort erst einmal Rast gemacht. Hat die Trinkbehälter aufgefüllt, hat sich etwas ausgeruht. Und ganz, ganz wichtig, das war auch eine Abzweigung gewesen. Das heißt, diejenigen, die weiter nach Norden mussten, sind weiter nach Norden gegangen. Die weiter nach Osten mussten oder Westen mussten, die sind dann nach Osten und Westen gegangen, also eher Osten. Also ein relativ bekannter Ort, eine relativ bekannte Raststätte. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist am 18. des Monats Dhul-Hijjah in Ghadir Khum angekommen. Am 18. des Monats Dhul-Hijjah. Gut. Meine Frage an euch. Wie lange blieb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Mekka? Wann verließ der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mekka? An welchem Tag? Das hatten wir eigentlich auch gesagt gehabt. Wie lange blieb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Mina? Nach dem Eid-Tag, dieser Ayyam al-Tashriq, dieser Tashriq-Tag. Wir haben ja gesagt, ja, die Hajj, ja, beginnt ja im Grunde genommen am 9., am Tag von Arafah. Vorher war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Mina gewesen, am 8. von Hijjah. Dann macht er die ganzen Hajj-Riten, Arafah etc. Dann ist er dann wieder in Mina am 10., geht nach Mekka, macht Tawaf etc. Und dann kehrt er wieder zurück nach Mina. Ja, und bleibt jetzt wie viele Tage? Wie lange sind die Tashriq-Tage? 3 Tage. Der 11., der 12. und der 13. Man kann theoretisch schon nach 2 Tagen abreisen. Man kann aber auch bis zum Ende bleiben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist bis zum Ende geblieben, der Tashriq-Tage. Also bis zum 13. Dhul-Hijjah. Und dann hat sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam direkt auf den Weg gemacht. Und war dann am 18., also 5 Tage später, genau in der Mitte, zwischen Mekka und Medina, ja, war dann am 18. wo gewesen? Er war am 18. in Ghadir Khum gewesen. Gut. Sagen einige, was ist denn daran so wichtig? Ja, müssen wir jetzt so sehr ins Detail gehen? Ja, müssen wir.
Weil es ist wichtig, dieses Ereignis zu verstehen, ja, dass ich als Muslim mich da auch auskenne. Und wann ist solch ein wichtiges Ereignis? Weil es geht hier um eine wichtige Frage. Nämlich die Frage, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wirklich Ali ibn Abi Talib zu seinem Nachfolger bestimmt hat, dann würde das ja etwas Schreckliches bedeuten. Dann würde das ja bedeuten, dass die Sahaba allesamt sich gegen die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewandt haben. Stellt euch mal vor, die Sahaba, von denen wir reden, dass sie Allah geliebt haben, dass sie bereit gewesen sind, sich für den Propheten ihr Leben zu opfern für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das immer wieder auch getan haben. Diese Sahaba sollen direkt am selben Tag, noch am selben Tag, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist, den Propheten hintergangen haben. Das ist keine einfache Angelegenheit. Das ist keine einfache Angelegenheit. Ja? Das heißt, wenn das wirklich so ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Ghadir Khum Ali ibn Abi Talib in aller Öffentlichkeit zu seinem Nachfolger bestimmt hat, dann müssen wir davon ausgehen, die Sahaba radwanullahi alaihim, sie haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam hintergangen. Das ist ja genau das, was im Grunde genommen die andere, sage ich mal, große muslimische Konfession, ja, die schiitische, eigentlich auch behauptet. Dass die Sahaba dem eigentlichen Gebot des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht nachgekommen sind. Und noch vieles mehr, dass sie den Propheten vergiftet haben etc., das ist ein anderes Thema. Aber wir reden jetzt heute nur darüber. Und am Ende, ich sage es ganz offen, ja, ich sage es ganz ehrlich, am Ende, ja, ist es unsere Aufgabe, die Wahrheit zu befolgen. Es geht hier nicht um Sunniten, Schäden. Es geht darum, die Wahrheit zu befolgen. Wenn das wirklich so war, dann bleibt mir als Muslim nichts anderes übrig, als zu sagen, sami'na wa ata'na. Dann würde ich sagen, die Sahaba haben einen Fehler gemacht. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Und auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kommt jetzt am 18. des Monats Dhul-Hijja in Ghadir Khum an. Und jetzt hält der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dort eine Rede. Es gibt sehr, sehr verschiedene Versionen. Wir finden aber auch authentische Versionen in Sahih al-Bukhari, die in jedem Fall authentisch sind. Aber es gibt auch viele Zusätze, die nicht authentisch sind. Wir wollen uns insha'Allah ta'ala einmal anschauen, was jetzt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ganz konkret dort gemacht hat. Es wird von Zayd ibn Arqam überliefert. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. Das ist die Überlieferung bei Imam Muslim und bei Imam Ahmed. Ja, ich bin hier mal runtergegangen. Tamam. Also der Prophet صلى الله عليه وسلم ist eines Tages sehr aufgestanden und hat eine Predigt gehalten an einem Wasser, also an einem Fluss, einem Bach, Fluss, welches als Khum bezeichnet wird, zwischen Mekka und Medina. Also ist klar, darüber sind sich alle Muslime einig, auch Schiiten, Sunniten, alle sind sich darüber einig, dass es dort sozusagen, dass Ghadir Khum dort ist. Und dann sagt er, فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. Er lobpreiste Allah und, ja, er lobpreiste Allah. وَوَعَظَ وَذَكَّرْ. Und dann hat er eine, sozusagen ermahnt und hat die Leute erinnert. Und dann sagte er, ثم قال, أما بعد, ألا أيها الناس, فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. Kommen wir nun zum Thema. Das eigentliche Thema, über was ich mit euch sprechen möchte. O ihr Menschen, ich bin nur ein Mensch, zu dem bald der Bote seines Herrn kommen wird, und ich werde ihm antworten. Also mit anderen Worten, der bald zu Allah zurückkehren wird. Und der Prophet sollte auch wenige Zeit später zu seinem Schöpfer zurückkehren. Und jetzt sagt er, وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ. Und ich habe euch zwei schwere Dinge hinterlassen. ثُقَل von ثَقَل, also ثَقَلَيْنِ sind zwei schwere Dinge. Und deswegen Allah Ta'ala, er nennt auch die Jinn und die Ins, ja, die Menschen und die Jinn, ja, in Surat Ar-Rahman ruft er sie, mit Al-Thaqalain, also die beiden sozusagen, die ein schweres Gewicht haben, also weil sie eine schwere Verantwortung tragen. Und ich habe euch zwei schwere Dinge hinterlassen. Awwaluhuma Kitabullah.
Das erste dieser zwei Dinge ist das Buch Allahs. Fihi al-Huda wan-Nur. In ihm ist die Rechtleitung und das Licht. Fakhudhu bi-Kitabillah wastamsiku bihi. So haltet euch an das Buch Allahs und haltet daran fest. Und dann sagt Zayd ibn Arqam, also er hat das zitiert, er hat das nicht die gesamte Predigt sozusagen überliefert, sondern er hat wiedergegeben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat und einige Zitate aus dieser Predigt dann überliefert. فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ. Er hat dann sozusagen uns auf, also er hat uns motiviert, ja, uns dem Buch Allahs zuzuwenden. ثُمَّ قَالَ. Und dann sagt er, es kommt diese zweite schwere Sache. Zweite schwere Verantwortung, die wir tragen als Muslime. وَأَهْلِ بَيْتِي. Und meine Familie. أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. Allahu Akbar. Ich, ja, und meine Familie, ich ermahne euch oder ich erinnere euch an Allah in Bezug auf meine Familie. Sagte er dreimal. Ich erinnere euch sozusagen an Allah, ja, in Bezug auf meine Familie. Mit anderen Worten, was will der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagen? Er will sagen, achtet auf meine Familie und gebt auf sie Acht. Achtet auf meine Familie und gebt auf sie Acht. Weil sie nämlich eine hohe Stellung bei Allah ta'ala haben. Und das steht außer Zweifel. Die Familie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hat eine besondere Stellung für uns Muslime. Ich meine mal ganz ehrlich. Schaut euch mal vor, ihr liebt eine Person. Ja, aber ihr hasst seine Familie. Das ist schwierig. Ja, ja. Die Familie des Propheten hat eine besondere Stellung. Ja, und darüber, wo wir natürlich jetzt uns streiten, jetzt mit den Schiiten, ist, wer ist eigentlich die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Das ist nicht unser Thema heute. Ja, aber wir sehen die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam ja viel weiter an, als es die Schiiten tun. Ja, für uns ist die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam ja auch seine Ehefrauen, ja, die Benu Hashim als Ganzes, die Onkels, die Cousins des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, was hat er also gemacht? Ja, er hat die Leute ermahnt und sie daran erinnert, dass sie auf seine Familie Acht geben sollen. In einer anderen Version heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er von der Abschiedspilgerfahrt zurückkehrte und bei Radir Khum gewesen ist, ja, hat er, ja, wieder eine Rede gehalten. Und dann sagte er wieder, كَأَنِّي قَدْ تُعِيتُ فَأَجَبْتُ. Es ist so, als wenn ich gerufen worden wäre und geantwortet hätte. Also wieder dasselbe. Ja? Und dann sagt er, إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ أَحَدَهُمَا أَكْبَرْ مِنَ الْآخَرِ. Ich habe die beiden schweren Dinge euch hinterlassen. Ja, der eine ist schwerer als der andere. Oder das eine ist schwerer als das andere. كتاب الله وعترتي. Das Buch Allahs und meine Familie. فانظروا كيف تخلفوني فيهما. Schaut, wie ihr sozusagen dann nicht in Bezug auf diese beiden ablösen werdet. فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. Weil sie sich nicht trennen werden voneinander, bis sie bei mir beide dann sozusagen am Haut, also an meinem Becken, dann auch ankommen. Okay. Jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das? Wir werden das gleich sehen, inshallah, was das bedeutet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also eine Rede gehalten und er hat die Leute erinnert an das Buch Allahs und er hat sie erinnert an die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man auf sie Acht geben soll. Dass die Muslime eine Verantwortung tragen gegenüber der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Und das ist genau das, worauf sich in erster Linie dann auch die Schiiten stützen, wenn sie sagen, hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass Ali ibn Abi Talib der Nachfolger des Propheten sallallahu alaihi wasallam sein soll. Er sagte nämlich sallallahu alaihi wasallam, das ist authentisch. Das sehen wir auch als authentisch an. Und zwar, er sagt gesagt, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Wessen Maula ich bin,
dessen Mauler ist auch Ali. Gut. Es gibt jetzt hier auch verschiedene Überlieferungen. Einige sind authentisch, andere sind nicht authentisch. Ja. Es ist auch nicht ganz sicher, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gesagt hat. Ob er das in der Predigt gesagt hat oder ob er es dann zu einzelnen Leuten gesagt hat. Das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist vielmehr, dass wir jetzt erst einmal verstehen, was ist der Hintergrund dieser Predigt? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an diesem Ort diese Predigt gehalten? Und hierfür gibt es eine Hintergrundgeschichte. Es ist nämlich vorher etwas geschehen. Was ist geschehen? Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich weiß es nicht, ja, dass Ali ibn Abi Talib nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam von Medina zu Hajj ging, nach Mekka, sondern Ali ibn Abi Talib, er kam aus dem Jemen. Und er traf auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit den Opfertieren, die er bei sich hatte, für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die 100 Kamele, ihr könnt euch erinnern, ja, die 100 Kamele, wobei der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 63 selbst gestartet hat und der Rest dann von Ali ibn Abi Talib gestartet wurde, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Ja, Ali ibn Abi Talib kam mit diesen Kamelen vom Jemen. Okay. Was ist aber geschehen? Und zwar gab es Streit zwischen Ali ibn Abi Talib und zwischen einigen anderen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Worauf bezog sich dieser Streit? Dieser Streit bezog sich auf einige Dinge. Einmal soll Ali ibn Abi Talib von den Sabi, ja, von den Gefangenen, ja, eine Gefangene für sich genommen haben. Woraufhin dann einige Leute, ja, die mit ihm gewesen waren, gesagt haben, das ist nicht ein Recht, du kannst nicht einfach etwas nehmen, bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das unter uns verteilt hat. Bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam unter uns verteilt hat. Und einer derjenigen, die das gesagt haben, ist ein Sahaba mit dem Namen Buraid. Der hat sich aufgeregt und hier gibt es eine Überlieferung, die auch authentisch ist. Rasautu ma Ali in Yemen. Ich war mit Ali sozusagen zur Rasur im Jemen gewesen. Faraitu minhu jaffa. Und ich habe gesehen, dass er sehr hart gewesen war. Und als wir dann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kamen, habe ich mich beschwert. Fatanaqqastuhu. Und ich habe ihn sozusagen schlecht gemacht vor dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er macht wen schlecht? Er macht Ali ibn Abi Talib schlecht, weil er sagt, er war nicht gerecht gewesen, hat einfach etwas genommen, was ihm nicht gehört. Und dann sagt Buraida, Faraitu wajha Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam taghayyara. Ich habe gesehen, wie sich das Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wa sallam verändert hat. Also er wurde sauer, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagte dann, ja Buraida, alastu awla bil mu'minina min anfusihim. Er sagte, o Buraida, habe ich nicht am meisten Anrecht der Gelehrten, der Gläubigen, habe ich nicht mehr Anrecht gegenüber den Gläubigen als sie gegenüber sich selbst? Qultu bala ya Rasulallah. Er sagte, ja, o Gesandter Allahs. Und daraufhin soll der Prophet auch schon gesagt haben, man kuntu maulahu fa'aliyu maula. Wessen Maula ich bin? Dessen Maula ist Ali. Ich erkläre gleich das Wort Maula. Ja, damit ihr da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wichtig ist aber, dass wir erstmal verstehen. Da gab es einen Streit. Es gab noch einen weiteren Streit. Und zwar ging es um was? Es ging um diese 100 Kamele. Einige der Sahabe, die mit Ali ibn Abi Talib gewesen waren, die hatten kein Reittier gehabt. Und sie wollten dann auf diesen Kamelen reiten. Und er hat gesagt, nein, dürft ihr nicht. Das hat sie sauer gemacht. Er hat gesagt, nein, das ist eine Sadaqa für den Haram, ist ein Hadi. Ja? Wir dürfen sie nicht belasten. Sie müssen in bester Weise ankommen. Da haben sich einige aufgeregt und haben angefangen, über Ali ibn Abi Talib zu sprechen und gesagt, das geht so gar nicht. Haben sich beschwert über ihn. Wichtig in diesem Kontext ist welches, was? Wen hat dieser Streit betroffen? Und wer hat sich da gestritten? Alles Leute, die woher kommen? Aus Medina. Das heißt, dieser ganze Streit hat nichts mit den restlichen Muslimen zu tun, die von anderen Stämmen kamen, die aus dem Jemen kamen, die von anderen sozusagen Stämmen dann direkt nach Medina gekommen sind. Das hatte nur etwas mit wem zu tun? Mit den Muslimen, die in Medina mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gelebt haben. Das heißt, es war ein Medina-interner Streit gewesen. Ein Medina-interner Streit gewesen. Der nicht alle Leute etwas angeht. So als würden wir einen Konflikt haben in der Moschee, als Beispiel. Ja? Dann würden wir auch nicht diesen Konflikt vor der gesamten Öffentlichkeit austragen, sondern wir würden diesen Konflikt versuchen, ja, auf die Moschee zu beschränken und nicht damit nach außen zu gehen.
Und jetzt ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wo? Jetzt ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an dem Ort, wo nur noch Medinenser sind. Alle anderen sind gegangen. Und er versammelt die Medinenser an diesem Ort, bevor sie nach Medina kommen. Weil was würde passieren, wenn sie schon in Medina sind? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesen Konflikt nicht beigelegt hätte. Was würde passieren? Ganz einfach, es würde sich verbreiten. Wie ein Gerücht. Die Leute würden anfangen, auch die, die gar nicht beteiligt gewesen waren, würden anfangen dann zu reden. Und man könnte diesen Konflikt nicht mehr eindämmen. Und deswegen nutzte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Chance. Am 18. von Dhul-Hijja. Es waren nur diejenigen anwesend gewesen, die von diesem Streit gehört haben. Und er zeigte ihnen auf, welche Stellung Ali ibn Abi Talib für die Muslime hat. Und er sagte, Man kuntu maulahu, fa'aliyun maulah. Wessen Herr, wessen Freund, wessen Schutzherr, wessen Loyalität, ja? Ich habe, dessen Schutzherr, dessen Freund, dessen Loyalität hat auch Ali. Mit anderen Worten, wenn ihr Ali ibn Abi Talib beschimpft, ist es so, als würdet ihr mich auch beschimpfen. Das ist alles. Darum ging es. Und als Burayl das dann gehört hat, ja, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dies zu ihm gesagt hat, hat er gesagt, jetzt liebe ich Ali. Ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, guck mal, die Sahaben, ja, die Sahaben konnten sogar ihre Emotionen anpassen, ja. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gesagt hat, er hat ihn vorher gehasst. Und als der Prophet gesagt hat, liebe ihn, hat er ihn geliebt. Subhan, was für eine Liebe. Was für eine Ittiba. Und da, wenn wir die Sahabe sehen, wie sie sind, kann man sich dann vorstellen, dass diese Leute, die bereit gewesen sind, ihr Leben zu opfern, einfach so dem Propheten noch am selben Tag, wo er stirbt, zu hintergehen, kann man sich nicht vorstellen. Und was machen jetzt sozusagen unsere schiitischen Geschwister? Sie sagen, okay, damit ist gemeint eindeutig, ja, damit ist eindeutig gemeint, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Ali ibn Abi Talib zu seinem Nachfolger bestimmt hat. Nun gibt es einige Probleme. Erstens, das Wort Maula. Das Wort Maula wird überhaupt nicht verwendet in Bezug auf was? In Bezug auf Kalif, Nachfolger. Sondern, ja, wenn es doch um solch eine wichtige Angelegenheit geht, warum nimmt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann nicht was? Ein eindeutiges Wort, damit die Muslime sich streiten im Nachhinein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Ort. Erst wenige Tage vorher, 8 Tage vorher, hatte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Möglichkeit gehabt, allen Muslimen auf der arabischen Halbinsel zu verkünden, wer sein Nachfolger ist. Aber das hat er nicht getan, weil es ihm auch nicht darum ging. Hat er nicht diese Abschiedspredigt gehalten, die überliefert wurde von so vielen Leuten? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht dort in Arafah oder einen Tag später dann in Mekka einfach erwähnt, mein Nachfolger ist Ali ibn Abi Talib? Hat er nicht gemacht, salawatu rabbi wa salamu alayhi. Sondern er hat einen anderen Ort gewählt, genau aus diesen Gründen, die wir gerade genannt haben. Hinzu kommt, welche Aye ist herabgekommen, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Arafah stand? Und zwar nachdem er seine Abschiedspredigt gehalten hatte. Welche Aye? Wir hatten das erwähnt gehabt. Welche Aye? Leute, welche Aye, die da waren? Eine Aye, auf die sogar die Juden eifersüchtig gewesen sind, zur Zeit von Umar ibn Khattab, und gesagt haben, wenn diese Aye auf uns herabgekommen wäre, hätten wir diesen Tag, ja, zu einem Festtag gemacht. Welche Aye ist das? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Ma'idah, Versnummer, ich glaube, 3. Ich glaube, Vers Nummer 3. Ein Teil von Vers Nummer 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vollendet. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Und meine Gnade an euch vervollkommnet. Wa raditu lakum al-Islam dina. Und bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Das heißt mit anderen Worten, die Religion war schon vollendet gewesen. Es kamen noch einige Verse herab. Aber, und das ist das Wichtige, ja, die grundlegenden Dinge des Glaubens wurden alle schon übermittelt. Wie kann es sein, dass diese Aye herabkommt und dann noch angeblich etwas hinzukommen soll, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erst viele Tage später
verkündet, an einem Ort, wo nicht mehr alle Muslime vorhanden sind. Mit anderen Worten, das würde ja bedeuten, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas Wichtiges vergessen hatte. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Ja? Das Prinzip des Imamats bei unseren schiitischen Geschwistern, ich sage das extra so, weil es geht hier nicht darum, irgendwie Hass zu sehen. Es geht darum, dass wir einfach verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht hier nicht irgendwie darum, Hass zu sehen. Das ist einfach unsere Meinung. Ja, und man kann darüber diskutieren. Und sicherlich, die Schiiten werden eine andere Ansicht haben. Das ist auch ihr Recht. Ja, aber wir sehen das so. Und es ist auch wichtig, dass ich auch weiß, warum ich das so sehe. Ja, aber wichtig ist immer der gegenseitige Respekt. Ja, egal was ist. Man kann über alles diskutieren. Ja, dass wir uns gegenseitig respektieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, also nicht, dass meine Worte falsch verstanden werden. Ja, dass ich irgendjemandem zu nahe treten möchte. Nein. Ich meine, ich komme selbst aus einer schiitischen Familie. Ja, und ich kenne diese Diskussion. Ja, und wenn jetzt hier mein Onkel oder meine Tante sitzen würden, würde ich wahrscheinlich Ärger bekommen. Aber gut. Khairan, inshallah. Ja, aber unabhängig davon, ja, wichtig ist einfach in diesem Kontext. Ich komme übrigens aus einer schiitischen Gelehrtenfamilie. Ja, das kommt noch hinzu. Das muss man einfach mal hier erwähnt haben. Ja, yes, salam, yes, salam. Und schon aus diesem Grund, ja, hat man natürlich einen gewissen Respekt auch gegenüber dem anderen. Aber unabhängig davon, ja, ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen. Sehr, sehr wichtig zu verstehen, ja, dass, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er einen wichtigen Bestandteil des Glaubens hätte verkünden wollen, dann eigentlich den besten Ort und den besten Zeitpunkt verpasst hätte. Und sogar erst nachdem Allah ta'ala diese Ayah repräsentiert, dann dies verkündet hatte und dann an einem Ort, der nicht geeignet war. Jetzt kommt noch eine andere wichtige Sache hinzu. Und zwar der Aspekt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kurz vor seinem Tod, das werden wir noch besprechen, nicht Ali ibn Abi Talib bestimmt hat, dass er die Muslime im Gebet anleiten soll, sondern wen hat er bestimmt? Wen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bestimmt? Um ihm im Gebet zu vertreten. Und das, obwohl viele, sogar die Töchter von ihm selbst dagegen gewesen waren. Abu Bakr as-Siddiq. Der Einzige, der das Gebet geleitet hat, während der Prophet anwesend war, war Abu Bakr as-Siddiq. Subhanallah. Ich meine, normalerweise, was würde ich machen? Jetzt nehmen wir mal an, ich bin jetzt Imam. Ja, und ich will einen Vertreter jetzt sozusagen ausbilden. Ja, weil ich weiß, bald werde ich nicht mehr die Moschee leiten. Wem würde ich vorbeten lassen? Jemanden, ja, der mich nicht vertreten wird dann im Nachhinein? Irgendjemanden aus der Gemeinde? Ja, oder denjenigen würde ich dann bestimmen, der auch mein Nachfolger werden soll? Natürlich denjenigen, der mein Nachfolger werden soll. Ja, und das ist Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda gewesen. Ja, also wir sehen, ja, dass dieses Ereignis ein durchaus wichtiges Ereignis ist, noch einmal etwas Wichtiges aufzeigt. Und zwar, die Sahabe sind Menschen gewesen. Sie haben sich auch gestritten. Sie hatten Meinungsverschiedenheiten gehabt. Das ist ganz natürlich. Sie sind keine Malaike gewesen, keine Engel gewesen. Aber sie sind trotzdem die absoluten Vorbilder für uns. Weil sie Fehler machen konnten. Stellt euch mal vor, die Sahabe hätten keine Fehler gemacht. Dann könnten sie keine Vorbilder für uns sein. Wir brauchen Vorbilder, ja, welche so sind wie wir, welche normale Menschen sind. Und sie sind normale Menschen gewesen. Aber sie wurden erzogen von dem besten Lehrer überhaupt. Sie sind in die Schule Mohammeds gegangen, sallallahu alaihi wa sallam, und wurden dort ausgebildet. Und deswegen, ja, sind sie diese Vorbilder. Ja, dass wir lernen von ihnen, wie man umgeht mit Konflikten, ja, was man in solchen Situationen tut. Ja, aber am Ende sind sie Menschen gewesen. Ja, wie wir auch. Ja, es wäre fatal, wenn sie keine Menschen wären. Dann könnten sie auch keine Vorbilder sein. Subhanallah. Und daran erkennen wir, meine lieben Geschwister, wie wichtig dieses Ereignis ist. Und dass ich auch verstehe, sozusagen, ja, was dort wirklich geschehen ist. Ja, damit ich dann auch weiß, ja, als Muslim, wie ich dann mit solchen auch Behauptungen dann auch umgehen kann und auch mir sicher bin, dass ich, Alhamdulillah, ja, nicht irgendwie ein Gebot des Propheten sallallahu alaihi wa sallam missachtet habe. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kehrt jetzt zurück nach Medina. Also er ist am 18. Zulhijja in Ghadir Khum, hält diese Predigt und es geht weiter nach Medina. Und jetzt beginnt eine schwierige Zeit im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Nämlich unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam erkrankt.
wie er konkret erkrankt ist und was er in dieser Zeit getan hat, sallallahu alaihi wa sallam, das werden wir uns dann insha'Allah ta'ala in der nächsten Woche anschauen. Ihr seht, wir nähern uns langsam dem Ende zu unserer schönen Reihe der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, und sind jetzt ja eigentlich in den letzten Monaten des Lebens unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam angekommen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر